Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Saints The Third. Vorbei. Ja. Wir haben es ja angekündigt, wir gehen jetzt alle mal zusammen in den SM-Club. Ist gut jetzt, Kup. Was ist denn? Ich will in den SM-Club, hör auf. Ich will doch nur eine Hexe, die ist geil. Anderen Männern in die Eier tritt. Oh ja. Der hat sich schon direkt hingekniet, der weiß, was ich will. Oh, da legt sich schon direkt hin. Ja, super. Beste Arbeiter hier. Oh, ja, oh, das gefällt mir, wenn ich mit Eier trete. Alter, Shotgun in die Eier. Das muss schmerzhaft sein. So, schnapp dir die Gäste. Oh ja, ich schnapp sie mir. Vergewaltigung. Ja, genau, da lutscht ihr den Fuß ab. So. Tell me where Zemo says, or I'm gonna beat you stupid. Oh yeah! You gotta be kidding me. The manager's upstairs, he knows. Jetzt schlag mich, Ivan. Oh ja, schlag mich. Oh. So, Shotgun in die Eier. Müssen wir unbedingt noch die anderen Türen alle durchgucken. Ja. Okay, langweilig. Ich glaube, das ist nur beim Gästeschnapp, dass da was Interessantes passiert. Na komm, ich geh mal zu einer Gäste. Komm mal mit. Ja, zusammen gehen. Ja, ich meine, komm mal mit. Oh, Alter, was hat die denn in der Hand, du? Heilige Scheiße. Komm mal. Alter. Okay. Alter, das ist Kim Jong-un oder was? Sieht so aus. Oh, ich hab ihn. Warte mal. So, jetzt geht's. Hier. Der Zombie. So, was haben wir denn hier für einen Lustmolch? Okay. Guck mal, willst du dich mal hier aufs Bett legen zu dieser tollen Maschine? Komm, leg dich mal hin, Kuppa. You the manager? I don't know anything. I'm just here for a bachelor party. You ain't lost steps. Die Nütze wegklatschen. So, hier liegt auch noch was Schönes zum Fisten auf dem Bett. So. Ja, überall diese Maschine, meine Güte. Willst du nicht mal hinlegen? Nein, danke. Wir suchen jetzt den Manager. Oh ja, geil. Oh. Oh ja, Alter. Morgensterne. Hier. If I say anything, the De Winter sisters will cut me off. He's in the pony barn. Right. Oh Mann, die Konversation ist echt zum Stöhnen. Hier fangst. Ein Manager. Ich sollte die Befragung durchführen, glaube ich. So, wir im Ponystall ist Simos. Lass mich die Befragung durchführen. Nee, hier waren wir schon, hier haben wir schon gemoddet. Ah, hier hinten lang. Was, gemoddet? Gemoddet. Mod ist Mord? Gemoddet. Nee, modden tue ich nur WWE 2K. Aber hier geht's aber nicht rein. Stellen müssen wir raus oder so? Oder müssen wir doch oben lang irgendwie? Ah, hier ist noch ein Morgenstern-Typi. Ja, hier geht's doch lang in dem Raum, wo der Manager war. Oh, toll. Was kommt hier noch Schönes im Fernsehen? Too easy. Kommt noch eine schöne Fernsehsendung. Ja, nee, geht's noch schon runter. Zum Ponystall. Das macht mich schon ein bisschen geil. Ja. Hier wird dann schön geritten, du. Oh ja, geil. Oh ja, geil. Never see this place again. It'll be too soon.
Ja, aber ich schieße definitiv nur Nahkampf für das Sniper. Look for the cat in here who isn't excited to be eating a ball gag. Fuck out of here, man. Oh well, shit, that's convenient. Jetzt fahren wir mit ihm. Ponykarte. Oh je. Yeah. Die kommen auch mit ihren Kassen. Die verfolgen einen auch mit solchen Sklaven. Vor allem kann man die nicht abknallen, die fliegen in die Luft. Ja, sehr logisch. Macht Sinn. Macht Sinn. Komm, sehen wir was. Rennen. Rennen. Versauter Typ hier. Meine Güte, dieses Spiel. This is a rescue, right? This ain't some elaborate setup for a gangbang. Natürlich gangbang. Put that image in my head, bro. Oh, I'll go with rescue then. I would shake your hands, but them floors were a little sticky. Alter. Ich sehe mal hier. Erfrischungstuch. I found the guy he was talking about. Meine Güte. His name's Angel de la Muerte. He was Kilbane's tag team partner until he went crazy. Well, until Angel went crazy or Kilbane went crazy? I should probably look into that. The point is, Angel hates Kilbane more than you do. He should be willing to help. Where do I find him? That's the tricky part. The luchadors are attacking him at the gym right now. You should probably hurry before he gets killed. Why didn't you start with that? You have too many questions. Hurry up. Ja, kennt ihr den? Ah, komm, wir machen den Herd hier noch. Ich weiß, es ist euch angezeigt. Bei mir schon, also es hört sie alle. Angel de la Muerte ist unser nächstes Ziel. Wird aber gerade von den Luchadors. Ja. So, Bandenoperation zerstören. Okay, ich nicht. So, jetzt lass mich mal. Nein, ich fahr dir hinterher. Das ist das Beste. Okay. Haha. Die Begleiter verfolgen mal mich, weißt du? Ich bin viel geiler. Sie mögen mich mehr. Ja. Dann teilt ihr ruhig mit Simos ein Auto. Ich weiß ja nicht, was ihr dazu macht, aber... Ach, wir werden mal... Vielleicht kommt's ja doch noch zu dem Gangbang. Ja, ne? Ich sandwich ihn alleine. Viel Spaß bei der Vorstellung, Freunde. Ich dachte, ich bin der Verstörte hier. Ein Typ in Hexenkostüm. Sandwiched einen Typen in einem SM-Anzug mit einem Stimmverzerrer. Sehr toll. Sehr toll. Ich bin begeistert. Ja, bin ich stolz auf ihn. Ich hab viel von ihm gelernt. Kann ich dann im Abi niederschreiben. Kannst du deine Bewerbung dann immer schreiben, ne? Was haben sie jetzt gemacht? Ja, ich habe ein Hexenkostüm getragen und ein Typ in einem SM-Outfit gesandwicht. Okay, wir suchen hier für ein Bankangestelltes, wissen Sie? Ja. Sie sind eingestellt! Angel de la Muerte ist aber ziemlich weit weg. Mhm, ja. Den ganzen Highway hier entlang düsen. Da unten ist eine Werkstatt. Ich suche immer noch den einen Let's Pretend Kleidungsladen für verstörende Outfits. Hm. Und ich hab Hunger. Obwohl das nach solchen Anblicken ja keine so gute Idee ist. Ja. Dann lieber doch wieder eine belgische Waffe. Oh ja, bitte. Ich glaube, morgen kaufe ich mir mal Waffeln. Kaufen? Selbst machen. Ja, dafür müsste man sie auch die Ingredients kaufen. Ja, aber trotzdem. Töte die Luchadors, ja. Gute Angel wird schon angegriffen. Ja, schön, dass du ohne mich dahin fährst. Ja. Also ein Schlägertypen überfahren. Wie hoch der fliegt, dann erstmal schön mit dem Arsch auf den Briefkasten gefallen.
What the hell okay, jetzt bin ich schon mal gegen den gefahren, bin erstmal rausgeflogen aus dem Auto. Schön mit dem Kopf voran in den Maschendraht rein. In Maschendraht sein. Gehen wir nochmal nicht, das Auto hier kaputt, spielst du noch was? Boom, 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 boom. So, I'm coming to rescue you. Wir kommen oh, scheiße, ausschneiden. Gott, Teaser, oder? Fuck. Wow, hast der Klasse gemacht. Hä, hey, ich steh wieder. Ich laufe nee, wieder. Simon ist, Simon ist tot. Achso. Ich dachte, ich wäre gestorben. Aufräumen. Möchte gern was. Ja, das sind alle Rey Mysterio Fans. Musst du Respekt dafür haben. Ich hasse Rey Mysterio. Das heißt, ich hasse ihn, aber ich mag ihn nicht. Ja, wiederbelebe mich, bevor du mal stirbst. Das ist jetzt Quatsch. Oh, what the... Als ob ich jetzt bei diesem Quicktime-Event so übel schnell reagieren könnte oder so. Ich hab nicht mal damit gerechnet. Ich? Ja. Das steht wohl auf diesen SM-Simos hier. Hallo? Geht nicht. Er ist einfach so gestorben. Bei mir hast du die Sache ausgeführt. Bei mir nicht. Bei mir stand ich nur rum, das ist einfach umgefallen. Exactly comfortable. Alter, da macht ja das immer, was wir immer einfach so singen, weißt du? Wir sollten das jetzt auch machen. Glaube ich auch. Ich bin wir gehen in der Laborerte Gym. Und natürlich voll die mexikanischen Klischees. Und der ist auch ein Wrestler, na so was. And you are not one of Kilbane's luchadors. Aber das sind welche. Oh ja. Wir müssen Angel beschützen. Und den Wichser abknallen. Die tote Schläger. Wieso hat der keine Gegnermarkierung? Weil Oleg sich um ihn kümmert. Ja, mehr oder weniger. Oleg chillt erstmal ein bisschen. Wird von ihm niedergehauen. Oh, sehr schön. Father. Oh, das muss hart sein für den kleinen. Für den kleinen Mutanten. Dass sein Vater ihn ablehnt. Hallo, nimm die Sniper, mega cool. Im Nahkampf. Kommt irgendwie ganz leise Musik. Aber zum Glück ist die nicht so laut, dass die gehen wir da. Irgendeine Luchador Mexican Musik hier. Minigun up top! Oh, Minigun oben, Minigun Guy. Ah, da bleib ich schon lieber in Deckung, ich bin fast tot. Ah, ich geb dem weiter Headshots mit der Sniper. Easy. Oh, jetzt springt er runter. Oh. Ah, ich geb dir Sniper-Schutz. Ja, ich geh zur Deckung. Hau lieber den Typen ab. Oh. Okay, da mag dich wohl sehr. So, hab ihn. Kannst du dich um ihn kümmern. Macht wieder nix. Bei mir machst du wieder was. Fällt er wieder auf. So, noch jemand hier. Oh, das ist ein Change, also mit einer Minigun in den Hinterkopf geschossen. Ja. Oh, die Flammentypen sind wir aber Minigun hier. Alter, beide auf mich, ihr seid doch gestört! What the fuck? Aua. Wiederum wie. Oh, das war's schon. Easy. Ja, easy as pie. Ja, also für das beste Koop, Traitor, was weiß ich, für das beste Papa. Ganz easy. Die Winterschwester mit Mike Miller. And the question is, who will lead the syndicate to a new era? Viola and Kiki were Mr. Loren's right hands. I had someone else in mind. Excuse me? The
barbarians are at the gate. We need a general, not an ambassador. Calm down, Eddie. What did you call me? What would you like us to do, Kilbane? Eddie. Something. Anything. Before I wonder why I keep you. Wahrscheinlich ist es sogar eine Anlehnung an einen mutierten bösen Eddie Guerrero mit Rey Mysterio Mask. Oh, dieses Hexerkostüm ist so ernst zu nehmen. Kennst du weiß mal, wie es mir war, okay? Ja. Rückkehr nach Steelport. Gab 8000 Kohle und nochmal 10% drauf, sehr schön. Respekt, Level 9, auch nochmal 5% Bonus. Angels Wohnung ist nun ein Domizil der Saints. Ja, Penetrator! Kinzis Unterschlupf ist nun ebenfalls ein Domizil der Saints. Waffe der Penetrator haben wir schon. Ja, ich nicht. Simos Bude ist jetzt auch ein Domizil der Saints. Und tja, du hast Geld. Unsere Bande neu anpassen. Tja, Sub, du hast Geld verschwendet. Ich krieg jetzt einen Penetrator kostenlos. Oh mein Gott, $500, nein. Schieb ich dir so tief in deinen Anus rein. Du glaubst, der kommt dir aus dem Mund raus. Geil. Sollte dir eigentlich nicht gefallen. Sollte direkt mal ausrüsten, dann gibt's einen Penetrator-Fight hier. Ich muss erstmal hier ein bisschen skillen. Gesundheitsregeneration höher. Hat zwar jetzt erstmal 18.000 gekostet, aber. Fürs nächste Mal kann ich mir ja schon mal umziehen, aber. Oh. Na du Scheiß. Jetzt ist Rache angesagt, jetzt ist Rache angesagt, du. Penis Pimmler hier. Oh ja, mach du. Yes, noch eine Aufnahme, ich hoffe doch. Ja, ja. Ich guck ein bisschen gerade im Verbesserungsmenü rum. Ja. Jetzt bin ich tot. Ja. Ach. Das hat nämlich Sub immer mit mir gemacht. Sad Squatch. Rache ist süß. Aber der Penis noch süßer. Penetrator OP. Bitch, jetzt weißt du, wie ich mich immer gefühlt habe. Das hat immer so weh getan. Die hat's doch gefallen. Ja, ich weiß das. Komm zurück. Nein. Niemals. Der Penis wartet auf dich. Bah! Nein, ich will auf dem Hausdach landen, da kannst du nicht. Scheiß. Nein! Ich wollte da oben drauf landen. Ja, ich auch. Komm her. Nein. Oh Gott. Was hast du gemacht? Der liebe Zuschauer, Koffer liegt hier, damit beenden wir den Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.